Early Bird an Bertram. Kannst du mich hören, Bertram? Ja, Early Bird, hier ist Bertram. Bertram kann dich hören. Verstanden. War deine letzte Mission erfolgreich, Bertram? Ja, schon, denke ich. Hast du genug Informationen gesammelt, die du uns präsentieren kannst? Ja, schon. Sehr gut. Dann versammel die Leute. In 20 Minuten. So, sind wir alle hier? Ich glaube, da fehlt noch einer. Natürlich, Mr. Star. Geben wir ihm noch 2 Minuten. Darf ich fragen, warum die Codenamen? Zu unserer eigenen Sicherheit. So, entschuldigt bitte die Verspätung. Ich bin nicht der Schnellste. Gar kein Problem, Mr. Star. Nun, da wir jetzt alle vollzählig sind, wer möchte anfangen auszupacken? Also ich hab da so einen Lulatsch gesehen, schwarze Treter, Nasenfahrrad, generell recht dunkel gekleidet. Ja, gut zu wissen, wie er aussah, aber was genau hat er getan? Und wie nennt ihr ihn? Den fetten Kontrolleur? Den dicken Kontrolleur. Das ist unser Spitzname für ihn. Und was hält er von diesem Spitznamen? Ach, er weiß gar nichts davon. Interessant. Und kannst du mir weitere Gründe nennen, warum er so gut sein soll? Tja, er lässt uns im Prinzip schlafen, wo wir wollen. Er gibt uns generell sehr viel Freiraum, wo und wie wir unsere Pausen verbringen. Wir haben sehr viele und lange Pausen. Jo, also prinzipiell gefragt, was am dicken Kontrolleur so dufte ist. Hält ihn wohl für einen richtigen Bluffke oder so. Ich kann die Hälfte deiner Sätze gar nicht verstehen, Trevor. Kennedy! Nenn ihn Kennedy! Warum sollte ich ihn Kennedy nennen? Ich bin ein Das ist sein Codename. Wir benutzen hier unsere Codenamen. Jedenfalls, das ist jetzt unser wievielter Fall von mysteriösen Menschen, die den Maschinen auf der Insel seltsame Fragen stellen? Unser 4. bestätigter Fall. Wir haben aber noch 2 weitere, bei denen wir uns unsicher sind. Alles klar. Mr. Star, mal zu deinem Fall. Was konntest du weiter herausfinden? Also, wie wir ja alle wissen, werden Güter nun zunehmend auf der Straße transportiert. 52 Laster ersetzen einen Güterzug. Ja. Und einer dieser Laster ist ja Eidechse. Und mir ist aufgefallen, dass Eidechse ziemlich viel Zeit verbringt mit... Sie hat keinen Codenamen, soll ich einfach Brenda sagen? Jetzt hast du es schon gesagt. Also, Elizabeth verbringt nun viel Zeit mit Brenda. Jetzt hast du auch ihren Namen gesagt. Oh mein Gott. Zeit verbringen wie? Naja, L-Wort halt. Lesbisch oder Liebe? Ja? Wir haben halt mitbekommen, dass da 2 Frauen heiraten, also sich heiraten, eine Frau heiratet eine Frau. Und ich war da so, was, das geht? Und hab mehr darüber nachgedacht und das hat auf einmal voll Sinn gemacht, wie ich mich gefühlt habe in ihrer Gegenwart und so und ja... Alles klar, mehr Liquidzeug auf Sodor, sicher, warum nicht? Ja, okay, aber warum nicht mit Isabella? Ich meine, Izzy und Lizzie, das hat voll was. Digga, das sind Schwestern. Jetzt mal nix für ungut, aber ist das nicht ein bisschen Piepe fürs ganze Thema? Och, du willst doch nur nichts Schwules hören, oder? Wat? Homophober Traktor, du. Nee, ich find das schon Knorke, aber wie gesagt, hat es was mit unserem Thema zu tun? Naja, vielleicht ist das Ganze ja nur ein Täuschungsmanöver. Vielleicht ermitteln die beiden ja nur verdeckt und haben diese Beziehung nur als Ausrede, um Zeit miteinander zu verbringen, die sie tatsächlich nutzen, um geheime Informationen auszutauschen. Und es kann nicht sein, dass sich da einfach nur 2 gefunden haben? Alles klar, ich habe erst einmal genug gehört, Mr. Star. Behalte sie weiter im Auge. Klar. Ach, das hier könnte so viel einfacher sein, wenn wir Terry nicht verloren hätten. Was ist denn passiert mit Terry? Oh, der Trottel hat versucht, ein paar Kesselwagen zu ziehen. Schwere Kesselwagen. Und das hat er nicht geschafft? Oh, irgendwann hat er es geschafft, sie in Bewegung zu setzen. Aber anhalten konnte er sie dann nicht mehr und wurde voll zerquetscht. Der ist jetzt platt. Vielen Dank, Bertram, für die Erinnerung. Also, was hast du an Informationen zu bieten? Also, ich war letztens in Kildane und habe dort Folgendes mitbekommen. Entschuldigung, könntest du mir mal aushelfen?
Was? Ich? Ja, du. Kommst du mal her? Nee, ich arbeite hier nicht. Was? Ich arbeite nicht für diese Eisenbahn. Ich auch nicht. Mehr, wirklich. Aber du kannst mir doch trotzdem was abnehmen. Nee, sorry, das ist nicht mein Job. Hey, jetzt stell dich doch nicht so... Warte doch, kommst... Hey! Meine Interpretation der Situation, die Loks von Sodor sind eher hilfsbereit, während die vom Festland darauf bestehen, nur so zu arbeiten, wie es ihnen vorgeschrieben ist. Ob das einzig und allein auf die Herkunft zu schieben ist? Natürlich wird es Ausnahmen geben, aber vom Prinzip her denke ich, das kann man so sagen. Auch das ist etwas weit hergeholt, aber von mir aus kannst du das Thema weiter beobachten und so vielleicht deine These bestätigen. Aber natürlich mache ich das, wenn du das sagst. Aber was hast du denn hier beizutragen, außer nur herumzukommandieren? Ich bin froh, dass du fragst. Jetzt kommt's. Folgende Insider-Information habe ich erhalten von NW. Die Schrottdiesel wurden extra dafür nach Sodor geholt, um auf dem Schrottplatz zu arbeiten. Aber inzwischen sieht man sie selten da und noch seltener überhaupt zusammen. Eine von ihnen ist wie verschwunden. Die andere fährt ständig aufs Festland und auf dem Schrottplatz arbeitet nur noch eine kleine gelbe Tenderlok. Und dann sind da die vielen widerspenstigen Güterwagen. Güterwagen ohne Gesichter sind auf dieser Insel zu einer Seltenheit geworden. Es ist fast so, als würde jemand immer wieder leblose Güterwagen durch widerspenstige Güterwagen austauschen. Und du glaubst, das hängt zusammen? Ich war mir nicht sicher, aber dann hat mich NW auf den Rangierbahnhof eingeladen, selber zuzuschauen. Frag ihn doch einfach mal, was er da macht. Das werde ich. Genug beobachtet habe ich ihn. Hey, Entschuldigung! Ich bin Harry, keine Sorge. Bist du das? Was machst du denn hier? Ja, ich bin Harry, ich bin die ganze Zeit hier auf dem Rangierbahnhof. Aber was genau machst du hier? Ich hab mich heute Morgen nicht rasiert, heute Morgen deshalb... Ja, okay, bis dann. Äußerst verdächtig. Sag ich doch. Also, war das jetzt Iron Bro 1 oder Iron Bro 2? Und wer ist wer? Laut NW und Iron Bro 2 ist Iron Bro 1 der für gewöhnlich auf dem Rangierbahnhof ist. Also der sich rasiert? Aber angetroffen habe ich definitiv Iron Bro 2. Warte, und Iron Bro 1 ist auf dem Rangierbahnhof? Wieso? Es scheint so, als wäre zwischen ihnen etwas vorgefallen. Der Verlust von den Grünen, die Ankunft der mysteriösen Menschen, das ist es, was wir herauszufinden versuchen. Moment! Ihr glaubt doch nicht, dass das eventuell mit Blumenglocke zusammenhängt? Ach nee, auf keinen Fall. Aber was auch immer vorgefallen ist, hat zu folgendem geführt. Iron Bro 1 hat sich von Iron Bro 2 getrennt. Die gelbe Tenderlok übernimmt die Arbeit auf dem Schrottplatz, damit Iron Bro 2 die gesichtslosen Güterwagen der Insel aufs Festland schleppen kann, um sie durch widerspenstige Güterwagen auszutauschen. Gelegentlich gibt er sich dabei als Iron Bro 1 aus, um sie auf den Rangierbahnhof von Napfer zu schleichen. Aber wieso? Ja, wieso macht er das? Macht er es für sich? Arbeitet er für irgendjemanden? Für diese mysteriösen Menschen, die den Maschinen dauernd Fragen stellen? Inwiefern hängen sie zusammen? Und gibt es noch irgendwelche Verbindungen zu den anderen Fällen? Also, ich sag dann mal Bescheid, wenn mir wieder was auffällt. Jo, Dito. Ich wohl auch. Ja, denn das ist es, was wir machen. Naja, wir haben schon noch andere Aufgaben zu erledigen. Du bist der Einzige, der das hier primär macht. Und genau deshalb seid ihr ja hilfreich. Ihr macht das nebenbei, während ihr arbeitet. Keiner stellt euch Fragen, was ihr macht, denn sie wissen ja, ihr arbeitet nur. Und zusammen werden wir herausfinden, was auf dieser Insel los ist und sie gemeinsam beschützen. We'll be right back.
stand er einfach da und Bird meinte, wir sollten ihn mitnehmen. Er meinte, ich sollte ihn anschieben. Dann hat er ihn selber bis zur Schmelzhütte geschoben. Harry, was versuchst du mir zu sagen? Bird und ich haben zum Spaß eine Dampflok verschrottet. Du redest doch nicht etwa von Stepney? Oder doch?